Also das Gas ist eingestellt, ist ungefähr den Knüppel mit der. Ja, bin gleich. Jetzt haben wir mal das Power rein. Die Höhenregelung. So geht das in etwa. Als Home-Position nehmen. Coming home. So, Achtung, wir machen erstmal den Power-Mode aus und starten mal die Geschichte. Heben leicht ab. So. Power rein. Mark rein. Jetzt geht mal ein bisschen höher. Höhenregelung bleibt. Jetzt halte ich mal auf der Stelle und habe mal dieses Hohl frei. Ja, so richtig überzeugend noch nicht, auch so in etwa schon. Was wird zu machen, das halte ich nicht dumm einfach. Im Prinzip soll er auf den Punkt dorthin zurückfliegen, wo er jetzt sich überholt hält. Versuche ich mal diesen Holzpunkt zu verschieben. Sollte eigentlich durch einfach wegfliegen gehen und nochmal gewisse Zeit sich dort hier einloggen. Ich bin dann immer verständlich spät dort hier. Macht von mir von irgendeinem Eindruck. Also, machen wir aus. Und schalten diesen Holzpunkt ein bisschen höher noch da hinten ein. Wie soll er eigentlich da hinten stehen bleiben und sich halten? Warum auch immer. Pendel ein bisschen. Jetzt fliege ich da hin zurück. Langsam. Der hat es nicht sonderlich eilig. Dann sieht man übrigens noch, wie das so Hold-Modus an ist. 9 Satelliten. So, wie er manchmal regelt. Jetzt hat er den Punkt, wo ich das Hold eingeschalten habe, gefunden. Und jetzt schalte ich mal auf Home. Und so in Richtung Lampe sich bewegen. Hoffentlich nicht mit so viel Schwung. Da hinten ist eigentlich der Hacker. Sieht doch gut aus. Also ich sag mal, das sind die Standardeinstellungen, ohne irgendwas zu ändern. Dafür bin ich begeistert. So, nach dem Gas geben, sackt er noch ein bisschen runter. Aber dann hält er ziemlich exakt die Höhe. Geht mein Bluetooth so weit? Eigentlich befürchte ich mal nicht. Mal gucken. Doch, jetzt geht's wieder. Ja, so 5-6 Meter geht das. Karte. Ja, da ist er halt, aber ich habe keine Karte dahinter. So. Ach, Verbindung getrennt. Ach, Schreck. Hm, zu weit zurückgegangen.
verbunden. Sieht man die Graphen, wenn einem das im Moment auch nichts nützt. GPS reingucken. Entfernung vom Start 1 Meter. Richtung 238 Grad. Satelliten 9 gibt es da. Höhe 178 Meter. Geschwindigkeit 5 Meter pro Sekunde. Das halte ich für gelogen. Das wird auch fehlen. Wenn man zu weit weg, da geht es nicht zurück. Verbinden wir es mal neu. Ich glaube, das soll weg. Doch verbunden geht. Nein, jedenfalls, das ist diese hohe Position, die er hält. Ist natürlich auch schönes Wetter heute. Meine Falle. Ich bleibe an Zeit 2. Fällt mir am besten. 9 Satelliten, Richtung zum Start. 178 Meter. Hier gibt es noch ein TXRSI und ein RXRSI. Dieses scheint auch für diese FreeSky-Anlagen zu sein. Stromverbrauch müsste ich nochmal was tun. Tja, Angel, Baru, Mac, Arm, GPS, Home, alles eingestellt. Naja. Könnte ich mir nur vorstellen, man könnte es ein bisschen straffer stellen. Das habe ich im Moment die Werte drin. Oh, das ist ja nichts. Wie sie alles da kommen. Roll and Pitch habe ich auf 3 stehen. P-Wert. Naja. Muss jeder sicherlich für sich selbst fliegen. So. Jetzt machen wir die Anzeige an. Legen das Teil hier hin. Das sieht man nicht, gell? Kann ich mal ein bisschen rumfliegen. Alles mit Höhenregelung. Fliegen mit Höhenregelung, Achtung, und loslassen. Dann braucht man natürlich ein bisschen, wie er sich fängt. Da oben platzt er erstmal runter, bis er die Höhe wieder nimmt. Nochmal. Schießt er hoch, fällt wieder ein bisschen runter und regelt dann sauber auf die Höhe ein. Sinken, loslassen. Hin. Recht tief, aber kommt schon damit auf die Höhe, wohin soll. Tja, wie gut geht das denn? Das ist eigentlich langweilig. Schalten wir mal um auf diese Holdposition. Sollte dann eigentlich dort einloggen, wo ich hinfliegen könnte, loslassen. Mehrere immer wieder dran zurück. Ich glaube, da fliegt dahin, wo ich eingeschalten habe. Ich hätte ein bisschen rum, das hinten schon sehr. Ich schalte es jetzt mal dort ein. Dann regelt sich halt da hinten. Seine Holdposition hat er da hinten. Ich hoffe, man sieht es noch. Und das Umschalten auf hohem heißt wieder Richtung Lampe. So, jetzt hoffe ich mal, dass da kein Busch im Weg ist.
das rechtzeitig ganz. Ja, tut's. Hilfe auch ganz recht flott unterwegs. Ach so, ich habe Baru gleich mit auf den GPS-Förder gelegt. Da brauche ich nur einen umlegen, wenn er dann die Position halten soll. So. Mal gucken, was gelegen ist im Ballast da. Ja, hier ist das tiefer. Einfach geil.